Und dann kam das Schlimme, wo alles, rum war, dass wir an die Front mussten, habe ich eine Dummheit gemacht. Das war nicht die erste. Ja. Und dann habe ich einem Unteroffizier, der schrecklich mit uns war, der drillte uns ständig, ständig, und wir waren am immer wieder anfangen, wieder. Es war mal so, da konnte die Elsässer nicht sehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitkommt an die Front. Und dann hat er mich gefragt, warum. Dann habe ich gesagt, wie wir an der Front sind, knall ich ihn ab. Das bleibt nicht. Und dann hat er mich überhaupt, dann hat er nur gesagt, nein. Aber später sah ich, was mir passiert ist. Ich kam in ein Regiment, wo ich der einzigste Elsässer drin war. Und das war ein Schockregiment. Was heißt das, ein Schockregiment? Wir waren die Ersten im Angriff. Wir waren die Letzten im Rückzug. Wir mussten sehen, ob vermint ist, und mussten gleich den Angriff machen. Und nachher, wenn, wie früher, das Regiment gesagt hat, planmäßiger Rückzug, das war aber abhauen, das wird brenzlig. Und da mussten wir wieder verminen. Die Häuser verminen, die Straßen verminen, die Bäume umlegen, kilometerweise Bäume auf der Straße, alles umlegen in einmal. Wenn Sie zum Beispiel, wissen Sie, im Winter minus 20, da ist es kalt. Und wenn Sie bei uns eine Türe aufmachen oder selbst den Boden reingehen ins Haus, gehen Sie in die Luft. Und die Russen nannten uns die schwarzen Teufel. Die haben nie ein Gefangener gemacht von uns. Die haben nur gesagt, dabei, dabei, und nahmen sie die Flinte oder das Maschinengewehr und legten uns um. Brachten sie um, also erschossen sie? Ja, sie haben alle erschossen.